Ja, hallo. Es ist heute Dienstag, 28. April. Es regnet ein bisschen. Ein klein wenig. Braucht noch mehr Regen. Und ich möchte euch heute ein Märchen aus Tirol erzählen. Ein Märchen aus Tirol. Ganz hinten in einem Bergtal, so wirklich ganz, ganz hinten im Tal, da gab es einen Bauernhof und da hat ein Bauer mit seinen vier Söhnen gelebt. Und die hatten auch Namen. Der Fritz und der Franz und der Sepp und der Hans. Kann man sich gut merken, ne? Fritz, Franz, Sepp, Hans. Kann man auch schnell rufen. Und als die Söhne klein waren, da war das Leben da hinten in dem Bergtal ganz hinten, weit weg von allen Menschen, für die Kinder ganz schön. Aber als sie so herangewachsen sind, junge Burschen geworden sind, da wollten sie was erleben, da wollten sie in die Welt ziehen, da wollten sie ihr Glück finden und nicht immer in diesem langweiligen Tal da hinten, ganz hinten in den Bergen sein. Und das haben sie oft zu ihrem Vater gesagt: Wir wollen in die Welt ziehen, wir wollen unser Glück finden. Aber der Vater hat nur gesagt, in der Welt, ha, bei den Menschen, da gibt es nur Betrug, Raub, Mord, Totschlag. Ihr bleibt besser hier bei mir. Ich weiß, was ich sag. Deshalb habe ich mich auch hierher zurückgezogen, weil es dort so übel zugeht. Ihr bleibt besser hier. Nein, 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 sie wollten unbedingt in die Welt ziehen. Und da hat der Vater schließlich gesagt, ja, wenn ihr unbedingt wollt, dann meinetwegen, aber immer nur einer aufs Mal, weil ich brauche euch ja zum Helfen. Und dann ist also am nächsten Tag natürlich der Älteste als erster losgegangen. Und wie hieß der nochmal? Genau, der Fritz. Der Fritz hat sein kleines Bündel geschnürt und hat sich auf den Weg gemacht. Um einen Berg, um den nächsten Berg, dann ging es in den Wald. Und er war noch gar nicht lang im Wald, da sah er auf einem Baumstumpf so einen kleinen Kerl. Ja, wirklich nicht größer als so. Und der kleine Kerl hat den Fritz angeschaut und gesagt: Hallo Fritz, guten Morgen, wie geht's, wie steht's? Na, der Fritz hat sich ein bisschen gewundert, dass der Kleine seinen Namen kennt, aber hat gesagt: Ja, gut geht's mir, ich gehe in die Welt, um mein Glück zu suchen. So, so, dein Glück. Ich hätte was für dich. Was hast du für mich? Der Kleine hat aus seiner Tasche ein Tuch herausgezogen, ein leuchtend rotes Tuch mit so goldenen Kreisen drauf, goldgelbe Kreise. Schön, gell? Ja, das ist schön. Aber ich habe ja nichts. Doch, 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 du hast doch vorhin ein paar Kupfermünzen in die Tasche gesteckt. Ja, das stimmte. Der Fritz hatte tatsächlich auch noch ein paar Kupfermünzen in die Tasche gesteckt. Und wenn du mir deine Kupfermünzen gibst, dann gebe ich dir das Tuch. Ja, warum nicht? Und der Fritz hat seine Kupfermünze aus der Tasche geholt, dem Kleinen gegeben und das Tuch genommen und dann hat er ein paar Schritte gemacht und zurückgeschaut, der Kleine war weg, der war verschwunden. Na ja, auch recht. Der Fritz hat das Tuch eingesteckt und mittags hat er im Wald das Brot gegessen, das er sich mitgenommen hatte und abends hatte er nichts mehr zu essen, kein Geld dabei. Er saß am Waldrand und hatte Hunger. Er hat hinuntergeschaut, unten war ein Dorf, die Lichter, hat einzelne Lichter gesehen, da gibt es sicher ein Gasthaus, hat er gedacht. Und wenn ich jetzt mein Geld hätte, könnte ich mir was zu essen kaufen. Aber ich war ja so blöd, ich habe dieses Tuch gekauft, ich habe für das Tuch all mein Geld hergegeben. Und er hat das Tuch aus der Tasche geholt und vor sich ausgebreitet. Naja, schön ist es ja, aber was soll ich damit, wenn ich nur ein bisschen Geld hätte? Und stellt euch vor, wie er das gesagt hat. Da lag auf dem Tuch ein Haufen Goldmünzen. Ja, richtig schöne Goldtaler, ein ganzer Haufen. Ja, das Tuch ist gut, hat der Fritz gesagt. Das Tuch ist sehr gut. Und er hat gleich angefangen, diese Goldtaler zu zählen, hat so Zehnerhäufchen gemacht und war so vertieft in diese Arbeit, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er Gesellschaft bekommen hat, dass er gar nicht mehr allein war da am Waldrand.
Erst als jemand dicht vor ihm gemacht hat, hat er aufgeschaut und da waren so um die 20 Kerle mit struppigen Bärten. Wild haben sie ausgesehen und der vor ihm hatte sogar eine Pistole in der Hand. Die hat er dem Fritz ans Gesicht gehalten und gesagt: Das Gold gehört uns und das Tuch auch, wenn dir dein Leben lieb ist. Ja, dem Fritz war sein Leben sehr lieb und er hat den Räubern das Gold gegeben und das Tuch und war froh, dass er mit dem Leben davon kam und ist heimgelaufen, so schnell er konnte und hat alles erzählt. Na, was hat der Vater gesagt? Ha, seht ihr, so geht's zu auf der Welt, habe ich euch gleich gesagt. Fritz, das hättest du dir sparen können. Und ihr anderen, ihr müsst gar nicht erst losgehen. Doch, sie wollten auch. Und am nächsten Tag ist der zweite losgegangen. Wie hieß der nochmal? Der Franz, genau, der Franz. Der Franz hat sich auf den Weg gemacht, um einen Berg, um den zweiten Berg natürlich. Er hatte sein Bündel dabei, hatte ein paar Kupfermünzen in die Tasche gesteckt. Und um einen Berg, um den nächsten Berg, kam in den Wald und da sah er auf einem Baumstumpf den kleinen Kerl, so einen kleinen Kerl stehen. Hallo Franz, guten Morgen, wie geht's, wie steht's? Ja, gut geht's, hat der Franz gesagt. Und wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, hat der Kleine gesagt. Ich habe da zum Beispiel ein Tuch in der Tasche. Und er hat ein Tuch rausgeholt und das war nicht rot, das war leuchtend blau. So blau wie der Himmel an einem klaren Herbsttag oder an einem klaren Frühlingstag. Leuchtend blau und so graue Kreise und längliche Formen drauf. Schön, gell? Ja, sehr schön, hat der Franz gesagt. Und ich habe ein bisschen Geld in der Tasche. Ich weiß, wir können tauschen. Und sie haben das Geschäft gemacht. Der Franz hat dem kleinen Kerl seine Münzen gegeben, hat das Tuch genommen und hat ein paar Schritte gemacht. Der Kleine war weg. Oh, auch gut, hat der Franz gedacht. Ich werde das Tuch gleich ausprobieren. Und er hat das Tuch auf den Boden ausgebreitet und gesagt, so, ich wünsche mir Gold. Nix. Ich wünsch mir Silber. Auch nix. Ich wünsche mir ein bisschen Geld, ein paar Kupfermünzen. Nix. Mist. Ich bin reingefallen, hat sich der Franz gesagt. So ein Blödsinn. Und hat das Tuch wieder eingesteckt. Ha! Der Vater hat doch recht gehabt. Überall nur Betrug. Ha! Und dann ist er weitergegangen. Mittags hat er sein Brot gegessen, das er im Bündel hatte. Und abends ist er am Waldrand gesessen, hat hinuntergeschaut zum Dorf, wo ein paar Lichter zu sehen waren. Gibt sicher ein Gasthaus und da gibt es was zu essen. Aber ich habe ja nur dieses blöde Tuch. Und er hat es ausgebreitet. Ja, schön ist es ja, schöne Farbe. Aber was hilft mir das? Ich habe Hunger, wenn ich nur was zu essen hätte. Und stellt euch vor, wie er das gesagt hat. Da war das Tuch gedeckt mit Schüsseln, aus denen es wunderbar geduftet hat und gedampft. Und Wein stand da. Und der Franz, der konnte essen und trinken nach Herzenslust. Und das hat er auch gemacht. Oh, das hat ihm gut geschmeckt. Das hat ihm besser geschmeckt als alles, was er je gegessen hat. Und er hat gedacht, das Tuch ist gut. Und mit dem Tuch bekomme ich für diese Nacht auch ein schönes Zimmer. Er hat aufgegessen und dann hat er das Tuch in die Tasche gesteckt und ist hinuntergegangen zum Dorf und ins Gasthaus hinein und hat gesagt, Herr Wirt, ich hätte gern das schönste Zimmer. So, das schönste Zimmer. Aber du siehst nicht aus wie einer, der das schönste Zimmer bezahlen könnte. Du siehst nicht einmal aus wie einer, der überhaupt ein Zimmer bei mir bezahlen könnte. Ja, Geld habe ich keins, hat der Franz gesagt. Aber, ja, eben, so siehst du aus. Geld hast du keins. Was willst du dann hier? Ja, ich könnte für alle Gäste kochen heute Abend. Ihr müsst gar nichts mehr kochen. Das möchte ich sehen. Der Franz ist von einem Gast zum anderen gegangen und hat gefragt, was hätten Sie gern? Und der eine hat gesagt, ich hätte gern ein Gulasch. Und der andere, ich hätte gern ein Schnitzel. Und der dritte, ich hätte gern einen Gemüseteller. Und der vierte hat gesagt, ich hätte gern einen schönen Salat. Und der fünfte, der wollte ein Stück Sachertorte. Ja,
Alles, was gewünscht wurde, der Franz hatte das Tuch ausgebreitet auf einem Tisch am Rand, so wie ein Wunsch ausgesprochen war, schwupp, stand's auf dem Tuch und der Franz konnte es den Gästen bringen und es hat geschmeckt. Ha, viel besser, als was es sonst in dem Gasthaus gab. Der Wirt hat sich das angeschaut und gedacht, wenn ich das Tuch hätte für mich, dann müsste ich in meinem Leben überhaupt nicht mehr kochen. Und er hat dem Franz das beste Zimmer gegeben. Und als der Franz am nächsten Morgen weitergehen wollte, hat der Wirt gesagt, aber warum denn so eilig? Bleib doch noch eine Nacht hier und mit deinem Tuch kannst du heute Abend wieder die Gäste verköstigen. Ja, da war der Franz gerne einverstanden, hat sich wieder in sein Zimmer gesetzt und der Wirt, der ist sofort zum Polizisten vom Dorf gelaufen und hat gesagt, stell dir das vor, gestern Abend kommt so ein junger Bursch her, will das schönste Zimmer und heute kann er nichts bezahlen. Ein Zechpreller, hat der Polizist gesagt. Ein Betrüger, na den schnapp ich mir gleich. Der kommt gleich in Arrest, den sperre ich gleich ein. Und der Polizist ist mit dem Wirt mitgegangen und hat dem Franz gesagt, du kommst gleich in Arrest, du bist ein Zechpreller, ein Betrüger. Aber das stimmt doch nicht, hat der Franz gesagt. Ich habe doch mit meinem Tuch, ja, der mit seinem Tuch, hat der Wirt gesagt. Das Tuch ist das einzig Schöne und das Anständige, was der bei sich hat, dieser Lumpenkerl da. Also, ich will ja nicht so sein. Wenn du mir dein Tuch lässt, dann musst du auch nicht ins Gefängnis, dann soll damit deine Zeche bezahlt sein. Was sollte der Franz machen? Der Polizist hat dem Wirt mehr geglaubt als ihm. Er musste sein Tuch dalassen und ist zurückgegangen nach Hause und hat alles erzählt. Und der Vater hat gesagt, naja, Franz, du hast halt nicht auf meine Worte gehört, so geht's zu auf der Welt. Alles Betrüger. Gut, dass du mit dem Leben davon gekommen bist. Und ihr, Sepp und Hans, ihr bleibt besser zu Hause. Nein, 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 die wollten auch gehen und am nächsten Tag ist also der Sepp losgegangen, er hat sein Bündel geschnürt, ein bisschen Geld in die Tasche gesteckt, um einen Berg, um den nächsten, in den Wald. Er hat schon geschaut, da auf einem Baumstumpf hat er einen kleinen Kerl gesehen. Guten Morgen, Sepp, wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, hat der Kleine gesagt. Ich habe nämlich ein Tuch in der Tasche und er hat ein Tuch herausgezogen. Und welche Farbe hatte das? Nein, es war nicht grün und es war auch nicht gelb, auch nicht lila und orange. Nein, es war schwarz. Es war kohlrabenschwarz. Schön, gell? Ja, hat der Sepp gesagt. Und ich weiß, du hast ein paar Münzen in der Tasche. Also tauschen wir. Und sie haben getauscht und der Sepp hat ein paar Schritte gemacht. Der Kleine war weg, verschwunden. War auch recht. Der Sepp hat das Tuch ausgebreitet. Gleich versuchen, was es so kann. Ich wünsche mir Gold. Nix. Ich wünsche mir Silber. Auch nix. Ich wünsche mir ein bisschen Geld. Auch nix. Ich wünsche mir was zu essen. Nix. Ich wünsche mir was zu trinken. Ein Stück Brot. Bitte. Bitte ein Glas Wasser. Nichts. Gar nichts. Reingefallen. So was Blödes, reingefallen. Und er hat das Tuch aufgehoben und gesehen, das hatte in der Mitte einen langen Riss. Ja, zerrissen ist es auch. Ich habe ein zerrissenes Tuch gekauft. Er hat so durch den Riss durchgeschaut. Der Vater und die Brüder hatten ganz recht. Ich wäre besser nicht mehr gegangen. Der Fritz und der Franz, die haben es mir ja auch gesagt. Und wie er das gesagt hat und durch den Riss von dem Tuch geschaut hat, da hat er nicht den Wald dahinter gesehen, sondern seinen Vater und seine Brüder daheim. Mit dem Tuch. Mit dem Tuch kann man das sehen, woran man gerade denkt. Das Tuch ist gut. Das Tuch ist gut. Er hat es eingesteckt und ist weitergegangen. Einige Tage, bis in eine Stadt gekommen ist. Ja, ihr wollt jetzt wissen, wovon er dann gelebt hat, wie er gegessen hat. Naja, er hat hin und wieder was gearbeitet, hat dann was zu essen bekommen und dann ist er weitergezogen in den nächsten Ort,
bis er dann eben in eine große Stadt gekommen ist. Und dort war große Aufregung, weil der Nachbarkönig, also der König vom Nachbarland, der wollte diese Stadt überfallen. Und er hatte viel mehr Soldaten als der König der Stadt. Und der König der Stadt und alle Menschen in der Stadt waren in großer Sorge. Und da ist der Sepp mit seinem schwarzen Tuch zum König der Stadt gegangen und hat ihm erklärt, was das Tuch kann. Und sie haben durch den Riss geschaut und so geschaut, welche Pläne die Generäle von dem König vom Nachbarland so aushecken, was die so vorhaben. Und dann haben sie sie heimlich überfallen und das feindliche Heer in die Flucht geschlagen. Und die Stadt war gerettet. Und eigentlich hätte der König der Stadt den Sepp jetzt belohnen müssen. Er hat ihm ja die Stadt gerettet, vielleicht sogar das Leben gerettet. Eigentlich hätte er ihn belohnen müssen. Aber der König hat gedacht, mit dem Tuch kann der Sepp immer schauen, was ich gerade mache. Das mag ein König nicht. Und so hat er dem Sepp das Tuch wegnehmen lassen und hat ihn davongejagt. Und der Sepp konnte froh sein, noch mit dem Leben davonzukommen. Nach einiger Zeit kam er zurück nach Hause. Und er hat alles erzählt. Und der Vater hat gesagt, ja Sepp, du kannst wirklich froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. So ist es auf der Welt. Mord und Totschlag, Lug und Trug überall, die Menschen sind schlecht. Deshalb bin ich auch hier. Und du, Hans, schau mal, jetzt haben alle drei größeren Brüder, denen ist es schlecht ergangen. Also Hans, du kannst jetzt wirklich zu Hause bleiben. Nein, 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 der Hans, der wollte unbedingt auch los. Und am nächsten Tag ist er los, hat sein Bündel geschnürt, ein paar Münzen in die Tasche gesteckt, um einen Berg, um den nächsten Berg, in den Wald. Und er stand auf einem Baumstumpf, ein kleiner Kerl. Guten Morgen, Hans. Wie geht's? Wie steht's? Na, mir geht's gut, hat der Hans gesagt. Und wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, hat der kleine Kerl gesagt. Ich habe nämlich ein Tuch in der Tasche. Und er hat ein Tuch herausgezogen und das war, genau, das war schneeweiß. So wie frisch gefallener Schnee. Ganz weiß. Schön, gell? Ja, hat der Hans gesagt, das ist ein schönes Tuch. Was kann es denn? Ah, schön, dass du fragst, Hans. Schön, dass du fragst. Ich will dir sagen, was das Tuch kann. Wenn du das Tuch auf den Kopf legst, dann bist du unsichtbar. Und nicht nur unsichtbar, du wirst auch gar nicht bemerkt. Man riecht dich nicht, man spürt dich nicht. Und du kannst doch durch geschlossene Wände gehen, durch Bäume gehen. Das will ich ausprobieren. Bitte. Und der Hans hat das Tuch auf den Kopf gelegt, hat in einiger Entfernung im Wald ein Reh gesehen, ist zu dem Reh hingegangen, ganz nah, ganz nah. Das Reh hat friedlich weitergefressen, hat ihn gar nicht bemerkt. Der Hans hat kehrt gemacht, ist auf eine große Eiche zugegangen, mitten durch den Stamm durch, als wäre es reine Luft. Dann ist er zu dem Kleinen hin, hat das Tuch vom Kopf genommen, hat gesagt, das Tuch ist gut, das kaufe ich. Hat dem Kleinen seine Kupfermünzen gegeben, das Tuch eingesteckt, und ist weitergegangen und hat gedacht, mit dem Tuch bekomme ich die Tücher von meinen drei Brüdern auch wieder. Und er ist am Abend im Wald geblieben. Er musste nur hören. Er musste gar nicht lange suchen. Er musste nur dem lauten Gröhlen und Singen der Räuber nachgehen und kam dann auf eine Lichtung. Und da saßen sie im Kreis um ein Feuer mit ihren struppigen Bärten und wilden Gesichtern, und sie haben 7 Weinflaschen kreisen lassen und bald haben schon ihre Köpfe gekreist und sie haben gesungen, bis sie nur noch lallen konnten, und dann ist einer nach dem anderen, hat sich auf den Boden ausgestreckt und ist eingeschlafen. Der Hans hat gewartet, bis sie wirklich alle gut geschlafen haben, tief und fest. Dann ist er leise in die Räuberhöhle geschlichen. Er musste gar nicht lange suchen. Das rote Tuch vom Fritz, das lag ganz zu oberst. Er hat es eingesteckt und ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er ist weitergegangen, hinunter ins Dorf,
Es war noch mitten in der Nacht, er ist zum Gasthaus gegangen, hat das weiße Tuch natürlich auf den Kopf gezogen. Das hat er auch bei den Räubern gemacht, ne? Aber er war vorsichtig gewesen trotzdem. Und jetzt hat das weiße Tuch wieder auf den Kopf gezogen und ist hineingegangen, ohne anzuklopfen, ne? Er konnte ja durch geschlossene Türen gehen. Und er musste ein bisschen suchen in der Küche, aber in einer Schublade hat das blaue Tuch vom Franz gefunden und das hat er eingesteckt. Und hat sich auch hier nicht verabschiedet, ist weitergegangen, ist in die Königsstadt gegangen. Und ja, wo hatte der König wohl das schwarze Tuch? Natürlich in seiner Schatzkammer. Und die war streng bewacht und mit 7 Schlössern verriegelt und verschlossen. Aber mit seinem weißen Tuch auf dem Kopf war der Hans ja unsichtbar, konnte auch durch die Tür der Schatzkammer gehen, hat das schwarze Tuch vom Sepp genommen und ist dann mit allen 4 Tüchern heimgekommen. Und dann hat er seinen Brüdern ihre Tücher gegeben und die Brüder haben dem Vater gezeigt, was die Tücher alles können. Und der Hans hat auch gezeigt, was sein Tuch kann. Und der alte Bauer, der hat gestaunt, gesagt, boah, nicht schlecht, aber vielleicht ist es doch nicht so schlecht, dass ihr in die Welt gegangen seid. Und mit den Tüchern, das sage ich euch, mit den Tüchern, da haben sie gut gelebt und später haben die 4 auch schöne Frauen gefunden und gute Frauen, liebe Frauen, mit denen sie gut zusammengelebt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Ja, das war die Geschichte von den 4 Tüchern, die, seit ich sie gelesen habe, mir gefallen hat. Die Brüder Zingerle haben die vor gut 160 Jahren, 150, 160 Jahren gesammelt. Die haben in Tirol die Märchen gesammelt. Und ja, da gibt es wunderschöne Märchen, unter anderem eben dieses. Und wenn ihr es nachlesen wollt, in meinem Buch Gefangen im Schnee, da steht so in der Fassung, wie ich es erzähle. Und bei den Brüdern Zingerle, Märchen aus Tirol, da ist es auch zu finden. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Diesmal habe ich am Vormittag aufgenommen, also das Märchen wird dann heute Nachmittag schon im Netz sein. Und sage euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.